Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Skywars hier auf einem Server, den wir bekommen haben von YoloGamer. Wirklich danke dafür. Alter, du kriegst hier richtig Damage, krasse Scheiße. Okay. So, dann würde ich sagen, dann looten wir doch einfach mal die Kiste. Boah, geil. Erstmal zwei Schuhe. Logo, die brauche ich auch. Boah, und ein geiles Schwert. Oh, das ist richtig nice. Eisenstiefel, die nehme ich. Boah, das Schwert, Leute, guckt euch das mal an. Boah, das ist doch ein Scheiß. Das ist ja genau so ein Mist, den man nicht braucht. Was ich hier sehr erstaunlich finde, ist, dass man, dass man, scheiße, ich bin aus dem Konzept. Ach, dass man Pfeil und Bogen hat, so. Ich baue mich jetzt einfach mal nach unten. Da wird ja wohl irgendwas Interessantes geben. Aber einfach gar nichts, okay. Toll. Den Sand, den brauche ich nicht. Hä, ist noch gar keiner in der Mitte? Hey Leute, schaut mal da drüben. Wer ist das? Der macht TNT Boost. Oh, National! Oh, das ist wohl schief gegangen, mein Freund. Leute, habt ihr das gesehen? Das feiere ich. Boah, Leute, nee, das kann ich nicht machen. Nein! Da war einer mit Pfeil und Bogen. So, da sind wir schon bei der zweiten Map angekommen, die auch wirklich richtig geil aussieht. Oh, und wir können starten. Au. Ich finde, das ist ein bisschen blöd gemacht, weil du kriegst halt richtig Damage. Ja, wo ist denn hier eine Kiste? Hier unten? Lol. Ist ja scheiße. Da muss man erst den Block abbauen. Alles klar. So, hier wieder Pfeil und Bogen. Da muss ich dran denken. Die anderen haben natürlich auch so eins. So, und da gleich Helm. Boah, richtig nice. Dann gucken wir mal, hier gibt es doch bestimmt nochmal eine Kiste. Na, was habe ich gesagt? Da ist einfach... Ne, warte mal, das ist mir zu riskant. So, jetzt. Eine Axt, die lasse ich drin. Drei Goldäpfel. Nice. Diaschuhe. Läuft bei mir so. Ist schon jemand in der Mitte? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, aber so wie es aussieht, nicht mehr. Dann gehe ich da mal rüber und hole mir mal das Holz, das da ist. Aber es ist ein bisschen blöd, muss man ganz ehrlich sagen, dass es hier Pfeil und Bogen gibt. Weil die Gegner können mich mal schnell wegrushen. Mit dem Scheiß Pfeil und Bogen. Aber der lebt nicht mehr, also kann ich den wunderbar wegnatzen. Wegnatzen, wenn er gar nicht mehr lebt. Rüberrushen, wollte ich sagen. Okay, da drüben habe ich gerade gesehen, da bauen sie schon. Boah, nice, Leute. Noch ein paar XP. Na komm, die kann ich auch noch gebrauchen. So. Erstmal gucken, dass keiner kommt. Ja! Ein Arsch. Wie der Junge es einfach versucht. Und er kriegt's auch noch hin. Hä? Wo ist der jetzt hin? Ist er jetzt runtergeflogen? Er ist einfach runtergeflogen. Da vorne. Oh, der ist auch... Oh, scheiße, der ist auch voll hier. Gucken, ob ich den krieg. Nein, hab ihn erwischt.
Okay, er geht runter. Er hat Angst. Okay, also ich hitte ihn schon ein bisschen. Oh, das Spiel steht bei mir. Hä? Nee. Ich kann nicht mehr schlagen und ich kann mich nicht mehr bewegen. So, und da sind wir schon an der nächsten Station angekommen. Hier eine wunderschöne Map. Hier links und rechts unsere Gegner. Na, doch nicht. Und irgendwo da drin ist National. Oh geil. Jo, erstmal Dia-Schuhe. Ja, dann kann ich drin lassen. Boah, wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich dann nicht halber tot? Ja klar, wie geil ist das denn? Ich bin genau ins Loch gekommen. Ah, das ist gar nicht gut. Keine Kisten? Okay, da muss ich runter. Da ist eine Kiste. Nice. Pfeile. Mit Holz zum Bauen. Hier ist nochmal eine Kiste. TNT. Ah, okay, okay. Ich kann mir überlegen, habe ich das schon? Ja, habe ich. Und dann nehme ich die Hose und das. Okay, also ganz ehrlich, wenn ich mal wirklich ganz ehrlich bin, mir gefällt es überhaupt nicht, dass man Pfeil und Bogen hat. Weil irgendwie gehört das nicht für ein Skywars, finde ich. Weil, naja. Bei Bed Wars finde ich es dann auch in Ordnung, weil du dann halt auch wieder spawnst. Aber hier ist keine Chance. Okay, da wird schon richtig hart gefightet. Und einer fliegt schon runter. Auf was? Okay, scheiße. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Das sagen sie an und danach sind sie schwanger.